Ja. Guten Tag und willkommen zu meinem neuen Video oder also zu meinem letzten Video in diesem Jahr. Ich hoffe, ich kann es heute noch hochladen an Silvester. Ich, der Erdnusstempeler, oder mein richtiger Name, mein bürgerlicher Name, Tobias, ich bin keine Partykanone. Überhaupt nicht. Und ich bin außerdem vom Schicksal dazu gezwungen, ein Einzelgänger zu sein. Deshalb werde ich auch kein Silvester feiern. Da draußen meinen sogar schon irgendwelche Idioten zu früh zu batschen. Hauptsache, man hat was Ordentliches zum Fressen. Und im Fernsehen laufen auch noch gescheite Sachen. Und ich habe ein kleines Video gemacht. Sozusagen ein Best-of. Aber ich hasse dieses Wort, weil ich hasse den Anglizismus in der deutschen Sprache. Also habe ich eben so das Beste gemacht. Ich habe verschiedene Filme genommen aus dem Jahr 2011, 2012. Und da habe ich mal so die besten Stellen genommen, also die Stellen, die mir am besten gefallen haben. Die habe ich zusammengeschnitten und dann werde ich das kommentieren. Viel Spaß dabei. Ja, das waren noch so schöne Spezialeffekte. Diesen Film fand ich für sehr gut gelungen. War ein kleiner Actionfilm für zwischendurch. Oh, und ja, ich habe es durcheinander gemacht. Das ist die Flagge von England. Eine sehr schöne Zeit habe ich in England verbracht und hier könnt ihr ein schönes englisches Kriegsschiff sehen und jetzt einen Vogel, der meinem Erzeuger in den Finger beißt. Ich habe eben die Filme so gemischt gemacht. Also, ja, es geht eben so. Das waren die Anfänge vom Erdnusstempel, also von mir, als ich damals noch, also ich sag mal so, keine so guten Effekte kannte oder eher. Ich habe ja alles selbst erforscht, ich habe mir alles selbst ausgedacht, die ganzen Effekte, alles Mögliche und die Geräusche meistens teils auch selbst gemacht. Das waren die Anfänge. Aber ich fand es damals für sehr gut gelungen. Wieder der Papagei. Und da habe ich versucht, mal so zum Spaß ein Spiel zu machen. Also ein Video zu machen, das so aus der Sicht ist wie beim Spiel. Und das ist wieder der Film mit diesem Ghoul Morg, so habe ich den Roboter genannt. Boah, das war so viel Arbeit, das Zeug zu animieren. Boah. Jetzt könnt ihr auch verstehen, warum es einen so sehr aufregt, wenn irgendjemand kommt, der dann nicht mal selbst ein Video oben hat und dann sagt, das ist scheiße, das ist langweilig und das. Na gut, aber wenigstens kann man sich dann über die Menschen stellen. Über ihr Niveau. Meine Katze, die da und schläft. Das bissige Viech. Diese Effekte waren auch selbst eingezeichnet. Genauso wie diese Funken. Ja, ich mache eben alle selbst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür verwendet habe. Oh, mein allererstes Musikvideo. Rubbish Orchestra Crew, also Müllorchester-Gruppe, Crew, ja. Auf Töpfen schlagen wir oder auf Besen Musik spielen. Ist ein sehr gutes Lied, ist auch die Nationalhymne denn auf Jahren. Und wenn ich jetzt singe, ich kann zwar gut Musik machen am Computer, aber singen kann ich überhaupt nicht. Mal ganz im Ernst, das hört sich an, als ob ich gerade auf dem Klo sitzen würde und ein U-Boot versenken würde. So hört sich das an. Aber das fand ich gut, die Explosion, das Feuer. Und die Stimme ist auch verstellt. Und mein Gott. Der sollte sich jetzt dieses Damals Video habe ich mich wirklich mit bescheuerten Frisuren angucken. gefilmt. Hallo? Heute achte Hat ich er ein bisschen gesprochen? drauf. Und das war auch Es von ist den der Anfängen. Hase! Ja, Rache der Killerbienen, der Der gestohlene Honig oder wie apokalyptische es heißt. Riesenrammler Genau des so hieß es. Verderbens. Sagen viele Leute, das wäre mein bester Dieser Film Hase. gewesen. Und für die damaligen Verhältnisse Früher bestimmt. in der Spielzeugabteilung. Den Leuten wäre Irre, er meine ins Ohr Stimme nervt gelegt. voll. Na und? Ich kommentiere das doch Wenn man es alles. Ein rausgeholt hätte, hätte sie Jahresrückblick. dann zum Frühstück gegessen. Oh, jetzt kommt mein Klassiker. Heute mache ich Tomaten mit Mozzarella. Ich glaube, da Ja. wurden sogar schon einige Leute ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie lachen mussten. Sogar Erwachsene habe ich damit zum Lachen gebracht. Es gibt Erwachsene, die Humor haben. Gibt es. Ja, die gibt es wirklich. Erwachsene, die über sowas lachen. Alles ist natürlich nur gespielt.
gute Art, Tomaten zu machen. Ah, wieder eine wunderschöne Zeit in England. Ja. Meine allererste Begegnung mit einem echten Engländer. Brite hört sich nicht gut an. Ich mag das Wort nicht. Engländer klingt besser. Und da sollte ich meinen Pass zeigen. Und ich habe gezögert, weil ich kannte das nicht. Ich verreise ja nie. Nie. Ich war noch nicht mal auf Säuferhausen, also auf Mallorca. Da war ich doch gar nicht. Oh, eine wunderschöne Möwe. Ich habe noch keine Neandertaler kennengelernt. Ich war noch nicht auf Mallorca. Und da waren zwei attraktive Engländerinnen neben mir gestanden. Die habe ich nicht gefilmt. Und ein deutsches Militärfahrzeug in England. Ein Doppeldecker. Keine Ahnung. Eine Telefonzelle musste natürlich dahin. Was denn sonst? Ah, da könnt ihr übrigens die Olympischen Ringe sehen. In England, da war sehr viel los. Überall hingen Flaggen von Großbritannien und England, überall. Es waren ja gleich drei Dinge auf einmal. Die Queen, also die Königin, hatte ihr Jubiläum gefeiert, ihr Thronjubiläum. Und was war es noch? Dann war gleichzeitig noch die EM. Ach, ich hasse Fußball. Also die Europameisterschaft im Fußball. Und wie heißt es? Und die Olympischen Spiele. Die kamen dann. Und das ist mein allererster Film. Und zwar über untote deutsche Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Es war so viel Arbeit, diesen Film zu machen. So viel Arbeit. Ja, wirklich, das war es. Dieser ganze Teig. Seitdem ich mir diese Scheiße ins Gesicht geschmiert habe, kriege ich einen Brechreiz bei Schokoladenpudding. Na gut, das nicht. Aber bei so Schokosachen. Boah. Furchtbar. Und die ganzen Uniformen und so. Mein Gott. Soll ich mal ganz ehrlich zu euch sein? Normalerweise verrate ich sowas nicht, aber dieser Film, der hat mich eindeutig, also der hat mich über 100 Euro gekostet. Allein dieser Film, über 100 Euro. Was ich alles für euch mache, hä? Hallo? Solange die Leute es gut finden, das ist eine sehr gute Belohnung, wenn die Menschen die Arbeit schätzen. Und jetzt, ich könnte da einen Anfall kriegen. Attentation. Ich weiß, dass Achtung auf Englisch Attention heißt. Und ich habe diesen scheiß Leichtsinnsfehler gemacht. Das ist furchtbar. Leichtsinnsfehler sind furchtbar. Furchtbar. Und der Kampf war auch gut. Bin ich aus dem Bild gegangen. Ich bin das eben nicht gewohnt. Wenn man so auf mich zukommt. Hier ist genau was Tolles. Der Napoleon-Film. Da habe ich mir auch, schon fast gesagt, den Arsch aufgerissen. Das mache ich doch eigentlich bei jedem Film. Also ich habe mir viel Mühe gegeben, ich habe viel Arbeit investiert, auch in die ganzen Kostüme und so. Das fällt euch wahrscheinlich gerade nicht so auf, aber es war viel Arbeit. Da habe ich übrigens auch einen Teil von Die Untote Jagdstaffel gedreht. The Armed Fighters Squadron. Ja, mein Englisch hört sich meistens so an wie einen Stock im Arsch oder so. Also ich finde das für sehr gut gelungen. Weil ich liebe der Geschichte und so. Dann tut es hier und jetzt. Hier stehe ich. Der Napoleon-Film. Aber da habe ich auch mal bei einem Preisausschreiben mitgemacht. Habe ich den Film eingereicht. Und da stand ich sogar in der Zeitung. Yeah! Cool. Wirklich, ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Und das waren auch übrigens echte Messer, die da dran waren. Echte Messer. Es lebe der Kaiser! Es lebe der Kaiser! Es lebe gefährlicher der Beruf. Und die Trikolore. Es lebe der Kaiser. Die französische Flagge. Und ich bin fast verzweifelt. Wie gehört es jetzt? Gehört es so rum oder so rum? Wie? Auf nach Paris! Ich habe sogar in dem Film extra Französisch gesprochen. Es ist keine Zeit! Müssen diese britische Armee zerschlagen, bevor die Preußen eintreffen. Oder ein altes Bauerngerät als Artilleriegeschütz benutzt. Feuer frei! Da draußen schießen die Idioten schon, dabei ist es noch viel zu früh. Oh, und natürlich was ganz Tolles extra für euch. Das Norwegianisch. Eine wunderschöne Sprache, eine wunderschöne Sprache. Wäre eine perfekte Weltsprache oder eine Brückensprache.
Uwe Dagloer Bröt, Ja, Vivus Norfianisch Dagan, ist eine wunderschöne Enge Sprache, kein Vivus Wunder. Uwe Ich habe sie ja auch Brot. erfunden. Uwak soll wie vergelfe Uwas Gullenders. Genießt es. Entleid das Netz in das Tösum. Kaum ein Schwein, Nerv also aus kaum ein Vermehrung. Mensch interessiert sich für, Genuren ist so die dreck, Menschen von in den heutzutage, die Stirn, interessieren sich fürs in den Ehret, Saufen, in Rauchen und Ewenheit. keine Ahnung was, Amen. stecken sich sonst irgendwas rein. Und für Sprachen, vor allem die Jugendlichen interessieren sich für Sprachen nicht. Die Menschen von heutzutage haben keine Interessen mehr. Sprachen erfinden ist nur etwas für fantasievolle und begabte Menschen. Hat mit auch ganz nichts zu tun, das ist einfach nur gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Falls ich mal unfreundlich sein sollte, das ist alles nur Humor. Alles nur Humor. Ich bin ein ganz schüchterner Autist. Ganz schüchtern. Ich gucke euch noch nicht mal in die Augen. Ja, hallo, guten Tag. So. Danke fürs Video ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch einen. Ach, eure Verwandten und Freunde haben euch bestimmt das auch schon gewünscht. Guten Rutsch ins neue Jahr oder so. Also, ihr habt bestimmt schon tausendmal gehört. Von daher einfach nur auf Wiedersehen und wir sehen uns dann im nächsten Jahr.